kann von Coach Collars. Ich hätte gedacht, er zieht sich hier erstmal mit dem Läufer zurück nach F8 und spielt dann D6 so Lewa-mäßig. Aber Coach sagt, ne, Läufer bleibt draußen. Gibt Weiß damit natürlich Angriffsziele, eben mit Bauer D4 oder eines Tages auch mit Bauer B4. Aber ist ein bisschen aktiver. Vinny Kay sehr stark in solchen Stellungen, hat ein sehr gutes Gespür dafür, was hier zu tun gilt. Ich vermute, den Abwartezug wie Turm nach B1 machen. Bauer nach B4 antäuschen und dann weitersehen. Ohne eine Hype-Treffer schon wieder weg, Chat. Ich habe nicht aufgepasst. Weg ist er. Trotzdem vielen Dank für die Subs. Smooth McCool. Dankeschön. Goldorchidee wohnt in Lehrte. Ja. Muss hier nur dem Schachclub Lehrte beitreten. Schon ist hier Coach Collars als sein Personal Trainer. Also ich vermute, dass es so läuft. Das hier ist die erste Partie. 4 Partien, sollte es danach 2:2 stehen, geht's, glaube ich, in den Armageddon. Turm nach B1 gespielt, wie erwartet, bringt die Option B4 ins Spiel. Coach sagt, ist mir das egal, Spiellauf nach F5. Ja, jetzt könnte Vinny sich hier um die weißen Felder bemühen. Springer nach H4, den Läufer attackieren, wenn er zurückginge. Vielleicht Läufer nach E4, um hier F5 zu verhindern, den Läufer zu neutralisieren. Und das sieht ein bisschen angenehmer aus für Weiß. Herr Schachclub Lehrte, ein neues Mitglied gewonnen, Goldorchidee. So loben wir uns das. Und Vincent Keimer überlegt, hier mit den weißen Steinen. Die deutsche Nummer 1 gegen die noch deutsche Nummer 2. Vinny Kay wurde dadurch überholt bei der Olympiade von Frederik Swane, der mit seinen 8 aus 9 natürlich ordentlich, nee, nicht Vinny Kay, sei schon. Coach Collars wurde überholt von Frederik Swane, der mit seinen 8 aus 9 natürlich ordentlich Elo gewonnen hat. Aber Dimitri, gerade im Schnellschach, ein sehr, sehr starker Spieler, neigt zur Tiefstapelei. Aber hinter der ruhigen, freundlichen Fassade hat das Faustdick hinter den Ohren. Das ist nicht mehr Olympia, das ist die Champions Chess Tour. Wird online gespielt. Die dritte Division. Gestern war der Qualifier. Also ist Zufall, dass hier zwei Deutsche aufeinandertreffen. Aber lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Es gibt auch noch andere deutschsprachige Matches jedenfalls. Rasmus Swane, der beliebte Streamer, gegen Bloberger, den österreichischen Nationalspieler, und Frederik Swane auch dabei gegen Juri Kusubov. Also fast die ganze Gang hier in dieser Division 3 unterwegs. Blüber und Dotschenko sind leider in der Qualifikation gescheitert. So, Läufer nach E4 gespielt von Vinny, sehr logisch. Kümmert sich hier um die weißen Felder, verhindert F5 oder auch G5, wo er jetzt dieses einladende Feld hätte. Und wenn Dimitri Collars hier tauscht, dann wird wahrscheinlich der Bauer zurückschlagen. Sieht komisch aus, aber kontrolliert die ganzen weißen Felder. Und zusammen mit dem Kollegen auf E3, der diese Felder kontrolliert, hätte Keimer das Zentrum dann sehr gut im Griff. Er mag allgemein diese Doppelbauern auf E4 und E3, die viele Zentrumsfelder besetzen. Und Coach Collars sagt, wenn wir nichts mit zu tun haben, spielt Dame nach D7, täuscht Bauer nach F5 an. Aber Vinny könnte insistieren hier auf die Weißfelder-Dominanz. Dame nach H5 spielen, das Feld nochmal überdecken. Vielleicht sogar Bauer nach G4 vorbereiten. Also Coach Collars hier strategisch unter Druck. Und mir gefiel die Entscheidung, nicht den Läufer auf C5 zu lassen. Ich denke, er hätte den Läufer hier Ausgangseröffnung bescheiden zurückziehen sollen nach F8. Dann Bauer nach D6 spielen. Vielleicht Bauer nach G6, Läufer nach G7. Mit stabiler Stellung. Jetzt bei der ganzen Action am Königsflügel wirkt dieser Läufer ein bisschen wie ein Zuschauer hier. Wird gut weggeblockt von den weißen Bauern und kann am Königsflügel nicht so richtig eingreifen. Also, Coach unter Druck. Possastisch fragt, ich habe eine Frage, warum streamt Coach Collars dieses Spitzenevent nicht auf seinem Twitch-Kanal? Ich glaube, er will sich auf die Partie voll konzentrieren. Und er meinte auch, dass dabei streamen und kommentieren ihn doch ordentlich Spielstärke kostet. Und Coach Collars ist ja im Hauptberuf Schachspieler, nur im Nebenberuf Streamer. Nicht wie bei mir. Da wird nicht viel gestreamt in der Champions Chess Tour. Geht ja auch um ernsthafte Preise hier.
Aber trotzdem folgt hier Dimitri Kollas auf Twitch. Ist immer ein Spaß für die ganze Familie. Wenn er denn mal streamt, macht sich schon rar, der Coach. So, ich spiele bei einer A4. Möchte hier wenigstens den Darmflügel fixieren, B4 erschweren. Aber er steht unter Druck am Königsflügel. Vincent kann man kein Tauschen, Spanner D5 Spiel erstellen. Bauer F4 liegt in der Luft. Also eine unangenehme Situation für Coach. Ich bin in erster Linie Handmodell. Handmodell und Handmodell. Das ist korrekt. Ich arbeite hier an der Schuhmodelkarriere. Ich habe neue Schuhe, Chat. Nach unserer Schuhberatung vom letzten Mal. Ja, ich bin nicht sehr gelenkig, leider. Aber ich habe neue Schuhe. CCT hat vor 2 Jahren Zuschauerrekorde bei dir gebracht. Ja, die Zeiten sind vorbei, ne? Die Zeiten sind vorbei. Jetzt sind wir hier unter uns. Aber trotzdem haben wir hier Vinny Kay gegen Dimitri Kollas. Ein deutschsprachiges Duell. Was ja auch schön ist. Ah, stimmt. Wir hatten wir zwischendurch Hype als Vinny hier. War es Champions Chess Duell? Ich glaube schon. Gegen die Magnus Carlsens dieser Welt angetreten ist. Was ist im Chat los? Habt ihr Fernduell? Lehrte gegen Baden-Baden? Lehrte Teil der Seidenstraße. Das kann nicht jeder von sich behaupten. So. Wenn es keiner tauscht die Läufer und unterstreicht seine Dominanz auf den weißen Feldern. Hier mit dem Springer. Und die Lage ist schon gefährlich. Für Dimitri Kollas würde diesen Springer sicher gerne loswerden. Aber das kann er nicht machen. Wegen Dame steht er 7. Oder noch brutaler. Springer Schach. Schlägt. Springer G6. Er muss schlagen. Und die Tschüss-Dame-Situation. Also unangenehme Stellung für Dimitri Kollas. Ich weiß nicht, wozu man ihm raten soll. Ich vermute Turm nach E6. Um wenigstens hier mit dem Turm ein paar Felder zu decken. Aber Vinny Kay würde dann weiter nerven mit Bauer nach F4. Der Coach ist unter Druck. Agro-Teams, entschuldige, dass ich mal neuen Schuh anprobiert habe in meinem Keller. Schuhlife-Cam, ja, wir brauchen auf jeden Fall eigentlich einen 24-7-Stream aus meinem Schuhschrank. Traust du Frederik zu, in den nächsten 1-2 Jahren 2-7 zu erreichen? Mal gucken, ich bin nicht so Fan von Zahlen und sagen, ja, er muss das in 19 Monaten schaffen. Er hat 2,655. Er hat noch nicht viel Erfahrung und auch keine bisher überragenden Ergebnisse gegen Leute über 2,6. Aber ich bin natürlich sehr optimistisch, dass das kommen wird und die Zahl auch mitwachsen wird. Aber wann er jetzt welche Zahl erreicht? Wir glauben an Freddy Swain, ist ja logisch. Ich weiß nicht, wie das Froschgeld ausgegangen ist. Frosch wurde nicht mehr gesichtet seit gestern Nacht, als er unter meinem Regal verschwand. Da ist er nicht mehr. Ich habe ihm hier einen Schluck Wasser hingestellt. Hat er nicht angerührt, soweit ich sehen kann. Keine Ahnung, wo der Frosch ist. So, Dimitri merkt natürlich auch, dass hier was schiefgelaufen ist. Verbraucht viel Zeit. Wie ist die Bedenkzeit? 10 Minuten plus 3 Sekunden pro Zug, glaube ich. Ne? Also, die Zeit wird schon knapp und guter Rat wird ebenfalls teuer. Gut, Kollas ist ein sehr konkreter Spieler. Versucht hier vielleicht zu rechnen, ob er sich mit G6 noch rauswinden kann. Aber dann käme hier schon Springer 6 Schach, König G7 und dann F3. Es sieht alles unangenehm aus. Oh, hier, wir haben Brett 4 von den Schachfreunden Lehrte. Kannst du bestätigen, dass ihr eigentlich jede freie Minute Training mit Coach Kollas habt? Geht es hier um etwas oder einfach nur aus Fun? Erstens geht es um viel Prestige. Deutsche Nummer 1 gegen Deutsche Nummer 2. Zweitens geht es um Geld. Drittens geht es um Fun. Mr. Fork sagt, ich habe gehört, dass Sonja dich angefragt hat, Hilfe bei Eröffnung zu bekommen. Ist was dran? Mir ist keine Anfrage eingegangen. Kann ich mir schwer vorstellen. Welche Sonja? Ich weiß gar nicht, ob ich eine Sonja kenne.
Tony 6 gespielt von Coach K. Und der neue Bayern-Trainer Vincent K. jetzt wieder am Zug mit dem weißen Stein. Werde versuchen, den Druck zu erhöhen mit Bauer F4. Oder hätte es ruhiger angehen lassen, König nach H1, Bauer G4. Okay, Bauer G4 wahrscheinlich nicht nach König 1, G6. Also der direkte Weg scheint schon Bauer F4 zu sein. E schlägt F. Und dann, ich wollte sagen, G schlägt F, aber dann kann Schwarz sich befreien, wenn man hier reinschlägt. Also, ich könnte hier Zwischenzug machen, Bauer D4, aber dann wird schon sehr kompliziert. Ich weiß nicht, ob Vincent Keimer so viel Öl ins Feuer gießen möchte und er sagt nein. Er spielt Sprenger nach F5, versucht hier per Kavallerie den Sieg zu erringen. Aber noch halten die Kollerschen Verteidigungslinien. Jetzt sehen wir Turm rüber und voll auf die Defense-Karte setzen. Es scheint noch keinen direkten Durchbruch zu geben. Posttastisch sage ich, habe eine Frage, hast du Angst, dass Coach Kollers hier den Posten des Bundesjahr wegnimmt? Nee, Coach Kollers ist zu stark. Der wird selber spielen müssen. Also, das glaube ich noch nicht. Aber eines Tages, wer wird nicht Coach Kollers? Gibt es keine Spielertrainer? Ich weiß nicht, noch? Hat Coach Kollers nicht beim Schachclub Lehrte angehört. Aber eines Tages könnte ich mir auch das gut vorstellen. So, Bau nach H4 von Vinnie K. Turm nach E8. Was soll Bau nach H4? Er wollte Turm G5 aber verändern. Aber Dimitri Scheer ist erstmal stabil. Bau nach F4 fürs erste unterbunden. Und Vincent braucht einen neuen Ansatzpunkt. Da muss er sich mit der Dame jetzt zurückziehen, Bau nach H5 vorbereiten. Aber es scheint, als habe Coach Kollers die erste Welle gut überstanden. Jetzt könnte er ja schon versuchen, seinerseits Öl ins Feuer zu gießen. Mit Bau nach E4 schlägt, dann Sprenger E5, wollte ich sagen. Aber es bringt jetzt eine Dame E2. Alles gedeckt. Naja, bringt noch nichts. Könnte abwarten, könnte ich H8, Sprenger A5, irgend so. Weiße Schirm bleibt angenehmer, aber erstmal ist die schwarze Störung soweit stabil. Spielt Turm nach E6 zurück. Jetzt könnte H5 kommen und den Turm hier so ein bisschen einsperren. Der kann nicht mehr nach G6 gehen. Jesse ist auf den Füßen. Ich glaube 10 plus 3 ist die Zeitkontrolle, weil Chat fragt. Er hat auch nach H5 gespielt. Vinnie K. bleibt seiner weißfelderigen Strategie treu. Wird irgendwann wahrscheinlich hier die nächste Flanke öffnen müssen. Entweder mit Bauer B4 oder eines Ferntages vielleicht so. Dame nach D8. Gewisse Ratlosigkeit bei Coach Kollers. Dame G5 droht nicht, weil der Bauer hier hängt. Und auch der Kollege, darf man nicht vergessen, könnte mal angegriffen werden. Dame nach D1. Wie verteidigt man den dann? Spielstärke ist klar, welcher Nationalspieler könnte für dich im Fitnessstudio gefährlich werden. Gefährlich werden kann immer Alexander Donchenko, der immer auf der Suche ist nach einem spontanen Boxkampf. Ich war mit Alex bei Olympia im Fitnessstudio. War es nicht sogar auf der Schachbundsaale? Wir wurden gefilmt beim Pumpen. Dame nach E4. Was ist mit Vinnie K? Vinnie K war jetzt bei Olympia nicht. Ich habe gleich andere Sachen gemacht. Mit Vinnie K war ich in Kasachstan im Fitnessstudio. Ihr kennt es meist in Kasachstan, geben wir Vinnie K. Pumpen. Also Vinnie K. ist natürlich auch sehr groß. Ich glaube, ist größer als ich. Und sehr kräftig. Coach Kollers dagegen. Coach Kollers hat so eine Normalgröße. Coach Kollers ist eher der Ausdauersportler. Mit viel Jong. Was für Schach vielleicht auch sinnvoller ist. So, wie ist die Stellung? Coach Kollers wird nach wie vor hier weißfeldrig infiltriert. Turm nach D1 täuschte eines Tages wieder D4 an. Oder haben wir G4 gefolgt von D4. Dimitri versucht auszuweichen mit Läufer nach B6. Dann haben wir G4 droht Schachmatt. Das wird er sehen. Turm G8 spielen. Also, die weiße Steuerung bleibt besser. Aber noch hat er den Durchbruch nicht gefunden. Aber irgendwann könnte auch der Bauer echt ein Problem haben.
Und Spieler wie Vincent nicht nach so einem mega langen Turnier wie Olympia mal richtig Pause erholen, die sich so schnell. Irgendwann werden die alle mal eine Pause brauchen. Aber so ein Online-Turnier, was man von zu Hause spielen kann, das ist ja was, was sie gerne nebenbei mitnehmen. Da muss man keine Reise strapazen. Aber haben auch nicht alle überragend gespielt gestern. Also natürlich sind da viele Büschen geschlaucht jetzt. Mittlerweile die Damen vom Brett verschwunden, aber das erleichtert nicht die Kollerschen Sorgen. Nach wie vor diese beiden sehr, sehr lästigen Springer hier im Gesicht stehen. Und schon bleibt noch. Jetzt ginge sogar das direkte H6, die G6 Springer, G7. Die Knight Fork. Keimer bereitet es vor mit Turm nach H1. Im Gefühl wahrscheinlich H6, G schlägt H6, nicht? Auch das wäre sehr unangenehm. Turm nach H1, jetzt droht Bauer nach H6. Coach spielt Bauer nach, König nach H7. Ach, trotzdem ist Bauer nach H6 stark. Und wenn geschlagen würde, dann Turm nach H5. Der nächste Turm kommt. Und der Kollaps-Kollaps wäre imminent. Habe ich mir nicht ausgedacht, Kollaps-Kollaps war eine Schlagzeile hier beim Deutschen Schachbund. 45er Oberarme super reich, will wissen, welche Pizza soll ich mir heute bestellen? Ja, Salami natürlich. Oder Diavolo. Wenn es sowas gibt. Scharfe Salami. Doppelt Käse. Hey, Pizza Salami ist halt immer die richtige Antwort. So, die weißwürdige Ausstopfung geht weiter. Winnie K. einen Bauern geopfert, aber dafür absolute Dominanz. Jetzt Schwarz kann sich gar nicht rühren. Und wenn der Springer hier weicht, kann der Turm jetzt schon attackiert werden? Er nimmt den G-Springer, den F-Springer, sprengt G, sprengt F nach E7 und auf Turm nach G7. Oh, da ist der Turm weg. Was soll ich sagen? Auf Turm nach G7 käme das Schachmatt. Eine kleine Kombination. Also zeigt schon die schwarzen Probleme, wie es häufig so ist, wenn man weißfeldrig dominiert wird, der entscheidende Einschlag folgt ja häufig auch einem schwarzen Feld. Deshalb musste Coach K sich hier schweren Herzens vom Turm trennen. Aber das schafft auch nur sehr vorübergehend. Linderung, es sieht danach aus. Ja, Partie ist vorbei. Als würde Winnie K die erste Runde für sich entscheiden. So sieht es aus. Und er schießt den. Oh nein! Das kann man vielleicht noch optisch schöner aufbereiten, oder? So. Er schießt das erste Tor. Vincent Keimer geht 1 zu 0 in Führung gegen Dimitri Kollers in diesem 4-Partien-Match. Strategisch sehr saubere Partie. Und ich weiß nicht, für mich immer noch. Ist jetzt kein entscheidender Fehler, überhaupt nicht. Aber Bauer nach D6, was den Läufer hier so aussperrte, Richtung Königsflügel, hat mir nicht gefallen. Der Läufer konnte an der Verteidigung nichts machen. Und da wurde Dimitri langsam aber sicher überspielt. Ich denke hier, Läufer nach F8. Sich hinten einstellen. Dann D6, G6. Wäre ein solideres Setup gewesen. Das ist eine Variante, mit der wir uns bei der Olympiade auch beschäftigt haben. Ich weiß nicht, ob Coach Kollers in der Diskussion so dabei war. Sonst natürlich sehr unfair. Also 1 zu 0. Was meinen die anderen Deutschen? Hames Swane ist im Feld. Ja, Rasmus Swane, der Big Brother, gegen Felix Blueberger. Ich glaube, es wird Blueberger ausgesprochen. Vielleicht Blueberger, bin ich nicht vollkommen sicher. Rasmus spielt hier auch eine schöne Englisch-Variante. Aber Blueberger scheint dem swanischen Ansturm hier standzuhalten. Es war eine leichte Vorteile rausgearbeitet, aber scheinbar nicht genug für den Sieg. Also Rasmus war eine
Die sollte Remy ausgehen. Und dann haben wir noch den kleinen Bruder Freddy Swain, den Brettpreisgewinner bei der Schacholympiade. Freddy Swain gegen den sehr starken Ukrainer Juri Kusebov. Was ist hier los? Ein kleines Intermezzo. Freddy Swain Bauern verloren einfach. Sah nach Bauernpech aus. War ein Bauern weniger, ne? Also Freddy Swain ebenfalls unter Druck. Oh ja, wir haben einen Muttersprachler. Infection sagt, es ist reicher. Und tatsächlich ist Blobager die richtige Aussprache. Okay, das ist gut zu wissen. Dann korrigieren wir das natürlich. Rasmus Svanet gegen Felix Blobager. Während wir auf die zweite Partie. Coach Collars aka Kochimochi gegen Vincent Keimer aka Vinny K. warten. Und es geht hier im Eiltempo weiter. Coach Collars jetzt mit dem weißen Stein. Bemüht um den Ausgleich, spielt die spanische Öffnung. Und Vinny K., ein Marshall-Spezialist geworden auf seine alten Tage. Hier ist er auch schon 20. Hat seinen alten Eröffnungen Neidorf und Caro Kann nicht abgeschworen, aber Marshall zu seinem Arsenal hinzugefügt. Und Coach Collars spielt den Zug auf Schicht C6, mit dem er schon einmal gegen Vincent Keimer gewinnen konnte. Bei der Schnellschach-Mannschaftsweltmeisterschaft 2023 nutzte Coach Collars diese Variante, um einen vollen Punkt gegen Vinny K. einzufahren. Ach, wird das nochmal gelingen? Vinny K. wird natürlich dran gearbeitet haben. Turner E1, hier gibt es diverse Möglichkeiten für Schwarze, aber damit D6. Vielleicht den Bauern einer der Hauptzüge. Bauern hat D4, das wird Coach Collars vorbereitet haben. Die Absicht ist natürlich, auf E schlägt T, Bauern E5 zu spielen. Aber beide Seiten machen hier sehr schnell ihre Züge. Es scheint ein Theorieduell zu sein. Läufer nach G4, Springer BD2 und Dame schlägt D4. Petit Combinaison. E schlägt D4, ging immer noch nicht wegen Bauern E5. Aber Dame schlägt D4. Scheint Vinny K. einstudiert zu haben. Hat sich natürlich auch auf dieses Match vorbereitet. Speicher schlägt D4, Lauf schlägt D1. Und jetzt der Zwischenzug von Coach Collars, hin, wie sie weiter natürlich auch bekannt ist. Springer schlägt C6. Lauf schlägt C2. Speicher schlägt E7, König schlägt E7. Bauer nach B3. Alles im Blitztempo. Noch Collarsche Heimarbeit. Aber hat hier Vorteile. Er hat einen Bauern weniger. Er kann den Läufer mit Schach rausbringen. Dann Turm C1. Deshalb weicht Vincent Keimer freiwillig mit seinem Läufer nach D3 aus. Und wie kann Coach Collars hier den Druck hochhalten? Läufer A3, König E6. Scheint mir nicht viel zu bringen. Vielleicht Läufer B2, um den Bauern zu attackieren. Und ja, Läufer B2 gespielt. Jetzt König E6 folgt. Vielleicht versucht er dann gegen diesen Läufer zu spielen. Bauer nach A4, Turner E3. Aber es sieht nicht aus, als hätte Schwarz hier erste Probleme. Die scheinen mit Anschüren zu spielen, nicht besonders fair. Also solange es beide machen. Worum geht es für die Gewinner? Ich weiß es nicht. Es geht um Geld. Ich kenne mich mit dem System der Champions Chess Tour nicht sehr gut aus. Es gibt ja 3 Divisions. Es ist die dritte Division, für die sich beide qualifiziert haben. Also da geht es naturgemäß dann um weniger Geld als in der ersten. Aber ich kann ja nicht sagen, um wie viel. Ich vermute, es kommt nicht nur auf dieses Match an, sondern auch, wie es danach weiterläuft. Folgt ja mal dieses komplizierte Double-Knockout-K.O.-System. Auf jeden Fall muss man gewinnen, um im Turnier zu bleiben. Es geht also für beide um was hier. Und Vincent Keimer jetzt mit der Führung im Rücken. Natürlich hoher Favorit, scheint hier auch den Collarschen Aufschlag, soweit ich sehen kann, erstmal neutralisiert zu haben. Der Schwarze macht noch einen Bauern mehr, weiß kein Sprenger A5 spielen. Zu versuchen hier die schwarze Struktur aufzuweichen, aber es sieht nicht aus, als hätte Weiß da was Greifbares. Und Dimitri Collars denkt nach. Vincent Keimer hat ein bisschen Zeit nehmen müssen in der Eröffnung, aber scheint sich hier gut rausgewunden zu haben. Liegt ja 1-0 in Führung.
Ich sehe ehrlich gesagt nichts, außer Spanner A5, um hier zu versuchen, den Druck noch ein bisschen aufrechtzuerhalten. Dann Turm nach C1. Den Coach Collars, weil er Coach ist. Er coacht hier. Schachclub lehrte einige Schüler. Also. Dimitri Collars ist im Coaching-Business unterwegs. Ist das, wer ist das? Wenn man beiden, wenn beides mit ähnlichen Buchstaben anfängt? Alliteration? Wer ist das? So wie bei Bauer sucht Frau immer. Ja. Maulige Maurer. Der sympathische Sammler. Der kulante Kuhwert. So, Turm A nach D8. Wenn es bereitet, wenn es sein muss, springe nach B8 vor, ohne den Turm hier auszusperren. Wenn er hier verteidigen muss. Wahrscheinlich sollte Coach jetzt hier gleich auf C6 schlagen. Den Turm ranbringen, aber es sieht nicht aus, als hätte er Vorteil. Wie läuft es auf der Uhr? Dimitri Collars, diesmal mit dem weißen Stein hier auf dem wunderschönen Bild. Vielen Dank an Katharina Reinicke, die mir das Bild zur Verfügung gestellt hat. Hier, Coach Collars im weißen Shirt, Vinnie Kay im Blau. Freddie Swain, die erste Partie verloren, ja, ist auch schlecht aus. Oh, und Rasmus war noch gewonnen, hat er Blauberger noch getrickt. Pony sagt Assonanz. Sagt mir nichts. Markus Lanzkech. Game Dimitri, nach langem Nachdenken schlägt er auf C6. Was auch sonst. Ist wahrscheinlich Türmsche. Aber ich sehe keinen Vorteil. Der Spielbau nach G3 macht sich ein Luftloch. Selbst die passive Route, Spanner B8, hier die Bauern verteidigen, Köhner E6 und dann Türmsche rein. Es sieht nicht aus, als habe Vinnie Kay hier Probleme. Wird bisher seiner Favoritenrolle gerecht. Hier seht ihr auch, hier kurz ein bisschen hier. Wohlwollend zu Coach Collars. Er nennt ihn Coach Emoji, aber wie gesagt, ist kein Name, den ich gut heiße. Guckt ein bisschen hier, ja, so. Coach Emoji, Alter. Haben wir noch mehr Bilder? Ratings bin ich immer überfragt. Ich glaube, Champions Chess Tour hat sogar ihr eigenes Rating-System irgendwie, ne? Also, ich glaube, das sind Champions Chess Tour Rapid Ratings heutzutage. Es gibt ja 7000 verschiedene Ratings. Schwindsuchtbindung oder Kernsegen. Ah, wir meinten noch nicht Assonanz, wir meinten schon Alliteration hier. Der kauzige Kräutersammler. So. Coach Collars versucht hier ein bisschen Würze in die Stellung zu bringen mit Bauern F4. Gibt wenigstens jetzt vielleicht ein Angriffsziel auf G7 mal. Ich glaube, Coach Emoji schreibt man Coach und dann Emoji. Coach Emoji.
Der dynamische Dimitri, das geht natürlich auch. Es gilt auch, wenn es nicht derselbe Buchstabe ist, oder? Der witzige Vincent geht auch. Wir brauchen ein Coach-Emoji. Ich bin eigentlich sehr gut im Coach-Emoji erstellen. Vielleicht könnte Coach Collars auch eine Unterwäsche-Kollektion rausbringen. CK? Ich glaube, da ist noch keiner drauf gekommen. Das ist eine unreine Alliteration. Hier sehen wir ja Coach Collars an 2. Erstmal in Runden hat er an Brett 1 gespielt bei der Schacholympiade. Das war dann CK1. So, Winnie K bringt hier die Figuren gehen Mitte. Das sieht schon sehr vernünftig aus. Jetzt wird der König sidesteppen, den Bauern decken. Und Schwarz hat hier genug Gegenspiel. Coach Emoji, das reimt sich ja nicht. Coach Emoji. Wann hast du zuletzt deinen Letterboxd-Account geupdatet? Heute! Ich habe 7 Zwerge, Männer allein im Wald, 1 von 5 Sternen gegeben. Einmal guck mal, Tochter, echt komische Sachen. Ich habe keinen Lieblingsfilm, Chat. Es gibt zu viele Filme, dazu sagen. Der eine. Der eine oder keine. Finde ich schwer. Aber die Antwort ist natürlich Starship Troopers. Nicht dein Humor? Was für Humor? Wie lange spielen die gegeneinander? 4 Partien. Wer da noch mehr Punkte hat, gewonnen. Sonst geht's noch weiter. Ach, Chat, jetzt nicht Filmtalk hier, dass ihr Forrest Gump gut findet, Alter. Ich will nach Hause. So, Coach Collars. Machst du Druck oder machst du keinen Druck? Ich weiß nicht, ob er Druck macht. Er macht Druck auf der Uhr jedenfalls. Ist bereit, hier einen Bauern zurückzugeben, um den Druck abzuschütteln. Ah, ne, er kann hier Turm C6, das ist sein Trick. Er will hier Fesselpech machen. Ah, Vinny ist schon Fuchs. Bauer nach C5. König F3. Coach lässt sich da nicht baiten. Turm nach B8, wie soll er den Druck erhöhen? Ja, verstehe ich, kommt wieder Turm nach C6. Kann eigentlich nur zu machen, ja, H4 oder so. Aber wie geht's weiter? Ich glaube, Vincent Keimer hat hier alles unter Kontrolle. Wie geht's dir? Mir geht's so mittel. Bisschen geschlaucht noch von Olympiade. Zumindest diese innere Leere. Ich war ja viel auf Reisen, wenn das vorbei ist. Jetzt mal gucken. Bauer nach H4 gespielt. Coach Collars macht, was er kann hier aus der Stellung. Aber wo geht's weiter? Turm nach B6. Turm nach C3. Deckt den angegriffenen Bauern.
C6, verteidigt den Kollegen. Der Schwarz steht sehr stabil. Turm D3, Turm D6 oder König E7. Ich sehe nicht so richtig den Ansatzpunkt für Weiß. Also die Stellung sollte ausgeglichen sein, aber ich sehe nicht, wo es durchgeht. Sidemeasurement von Vinnie K. gefällt Chat nicht. Ja, wenn man an der Seitenlinie steht, manchmal schon ein bisschen aufregend, wie lange nachdenkt. Aber er ist sehr, sehr stark mit wenig Zeit auf der Uhr. So. Vinnie K. hier mit Remy zufrieden. Finde Coach Collars einen Weg, die Partie am Laufen zu halten. Oder wenn ihr die Züge wiederholt. Mit Turm C4, Turm B6. Nee, Coach Collars spielt weiter. Turm ED3. Aber nach Turm D6 sehe ich nichts Besseres, als wieder auszuweichen. Dann würden die Züge wiederholt werden mit Turm C6. Spielt König E3. Er liegt natürlich im Match zurück. Muss versuchen, die Partie fortzusetzen. Aber ich sehe immer noch keinen Gewinnplan, wenn Schwarz hier Pfade G6 spielt, was auch immer. Wie geht es weiter? Von F5 Schach. Sollte der König sich nicht zu weit vorwagen, da könnte er schnell matt werden. Ja, das wird Vinnie K. natürlich nicht machen. Sondern er würde hier zurückgehen. Und hätte perspektivisch das Feld E5 für seinen Springer erobert. So geschieht es. Bonner F5, König F7 zurück. Wenn ich die WM streame, ich weiß noch nicht. Ich muss hier mit Herrn Chess.com reden. Ich hoffe, dass er das irgendwie kommentiert. Was ist jetzt los? Oh, Trick! Vinnie K. mit Trick. Dimitri schlägt den Bauern, aber er rennt in den Konter. Turm schlägt B3. Er hätte wahrscheinlich mit Sprechschlicht C5 gerechnet, was ich vermute auch nicht verliert. Aber Turm schlägt C5, jetzt Turm B3. Aber stattdessen Vinnie K., der alte Taktikfuchs, sofort Turm schlägt B3. Und auf Turm schlägt B3, Sprechschlicht C5. Verbliebe Schwarz mit mehr Bauern, wahrscheinlich einem gewonnenen Endspiel. So, dass jetzt Dimitri aufpassen muss. Ich vermute, er kann die Stellung noch halten mit Läufer nach E3, aber es ist jetzt der Weiße, der ums Remis kämpft. Also, Vincent Kalmer hier gut vorbereitet. Laut Steve Berg habe ich eingeteilt, mit ihm zu kommentieren. Aber wenn ich eingeteilt bin, dann müssen wir ja. Kann sich Vinnie einen Gegner aussuchen oder war er gelost? Wenn er sich ihn aussuchen könnte, würde er ja wohl nicht Coach Collars nehmen hier. Sein Teamkollegen. Nee. Es wurde nicht gelost. Es wird aber nach Punkten gepaart. Nach Punkten in der Vorrunde. So, wie ging es weiter? Turm schlägt B3, Lauf A3 gespielt. Springer E5 Schach, König C2, schlägt. König geht rüber. Ich weiß nicht, ob Schwarz gewinnen kann, aber Weiß kann jedenfalls nicht gewinnen. Das heißt, wahrscheinlich geht es mit 1,5 zu 1,5 weiter, aber es könnte auch sein, dass Vinnie K. hier schon die 2:0 Führung erreicht. Schauen wir mal. König hat D4, ein Fehler kostet den H-Bauern. War es ein Einsteller oder ein Opfer, um hier mit dem König sich ranzupirschen? Wie weit pirscht er? Das ist wahrscheinlich nicht schnell genug, ne? So. Und der Kollege rennt. Oder erst König C8 ihn hier einsperren. Dann rennt der Kollege. Aber nein! Vinnie K. traut sich nicht, den Bauern wegzunehmen. Spielt Bauern nach G6. Jetzt kommt der Collars-König.
in die Mitte, König D5, König D7, Läufer Knight D4, macht weiter Druck, Springer G4, deckt alles. Und ja, Schwarz kann die Stellung, glaube ich, nicht verlieren. König nach C5, jetzt G schlicht F, E schlicht F und Springer nach H6. Reduziert das Material weiter, Läufer schlägt, Springer schlägt, Läufer nach G5. Weiß kämpft hier ums Remis, das sollte er erreichen, der König so aktiv. Aber mehr ist beim besten Willen nicht drin. Okay, nach D5, Bauer Schach, jetzt kommt der Springer angesprungen. Coach Kollers muss hier Richtung G7 rennen. Das tut er auch. H5, hat er die Zeit für H5? Ich glaube, er hatte nicht Zeit. Jetzt kommt Schwarz C5 und König G7 geht nicht wegen Springer E6. Sonst stellt der Springer sich einfach hin, stoppt den König. Der A-Bauer läuft. Ich glaube, da ist was schiefgelaufen bei Coach K. H6, Bauer nach C5. Und das Problem ist, wenn er hier schlägt, wird er eingesperrt. Und die schwarzen Bauern rennen heiter weiter. So geschieht es. Das sollte matt werden, oder? Springer nach G5. Das wird Schachmatt. Ja, Coach Kollers wird matt gesetzt. Vinnie K. geht 2:0 in Führung. Ist das die Vorentscheidung? Jetzt muss Coach Kollers on demand 2 Partien in Folge gewinnen. Das wird natürlich eine Herkulesaufgabe gegen die deutsche Nummer 1, Vincent Keimer. 2,5 brauchen wir zu gewinnen. Absolut korrekt. Und es geht sofort weiter. Keine Pause. Keine Abendpause. Geschichte wird gemacht. Es geht voran. Wenn es kam, jetzt, wenn man Remis reicht, greift er hier zu Bauer nach D4, gefolgt von Bauer nach C4. Erste Partie hat er erstens Bauer nach C4 gespielt, was Schwarz ein bisschen mehr Chancen gibt, Ungleichgewicht in die Stellung zu bringen mit Bauer nach E5. Und jetzt, wo es reicht, unentschieden zu spielen, zieht er sich die solide Hose an. Coach Kollers muss gewinnen, spielt daher Königsindisch, versucht Komplikationen vom Zaun zu brechen, aber Vinnie K. reagiert mit dem sehr soliden Fianchetto-System und das wird natürlich schwer, hier nochmal ins Match zurückzukommen. Coach überlegt jetzt hier, Bauer nach D6, Springer nach C6, wären sie die typischen Wege, um zu versuchen, die Stellung nochmal zu verkomplizieren, aber leicht wird es nicht. Hier muss er eigentlich den Aufbau mit Springer BD7, E5 spielen, alles andere macht die Lage für Weiß zu übersichtlich. Aber ich weiß nicht, ob er sich damit mal beschäftigt hat. Gerne Luström ist uns eine Freude hier, dem Duell der deutschen Nationalspieler beizuwohnen. Aber bisher scheint Vincent Keimer seine Position als Nummer 1 hier solide zu untermauern. Robert Brot, vielen Dank für den Raid, herzlich willkommen. Was verschafft mir die Ehre, wo kommt ihr her? Bei Schachmäßig unterwegs oder was ist da los? Nationalmannschaftskader ist erstmal voll. Aber hat natürlich immer die Augen offen nach neuen Talenten. Gary G.A. ist dein für den Sub. So, Coach spielt hier Schwert C6 und A6. Versucht, eine komplizierte Chance aufs Brett zu stellen. B3, Turm nach B8. Da hat sich D5. Aber Vinnie K. hat natürlich die Theorie einstudiert. Bauer nach D5, Spanner A5, Läufer G5. Er weiß, was er hier tut. Oder weiß er, was er tut? Ich weiß es nicht. Bau nach H6, Läufer nach D2. Es wirkt so. Bau nach C5. Kriegt Dimitri Kollers hier die angestrebte, komplizierte Partie. D schlicht C6, der typische Zug. Dann nach Springer schlicht C6, steht Weiß sehr solide. Zu komplizieren müsste Schwarz B schlicht C spielen. Ich hatte sowas mal in der Bundesliga. Hab irgendwie wie üblich dumm gespielt. Irgendwie so, so. Und ich glaube, Weiß sollte hier besser stehen, aber ich tat mir schwer. Aber Coach Kollers ist halt ein solider Spieler. Er möchte nicht den schlechteren Zug B schlicht C machen. Spielt Springer schlicht C6.
Womit er eine stabilere Stimmung kriegt, aber auch eine Struktur, diese englische Marozzi-Struktur, die Vinny Kay natürlich sehr geläufig ist und die sehr, sehr solide ist für Weiß. Also ich glaube, es wird schwer für Dimitri, hier noch Öl in das Partiefeuer zu gießen. Was haben wir noch für Fotos? Groß, ne? Boah, was ist das denn für ein Format? 100.000 mal 100.000. 100.000, 100.000. Stunden später. Alter Lachs. Das ist das größte Foto, was ich je gesehen habe. Ich kann das auch mit einem Knopfdruck hier machen, aber ihr wisst ja, ich bin nicht so der Technikfuchs. Oh, da sind sie ja alle. Ich will die Augen zu. Was ist da los, Alter? Einmal in die Kamera gucken. Hier haben wir den Kay. Hier haben wir den Coach. Hier haben wir auch Coach Rasmus Fahne. Matthias Blüber drängeln sich wieder vor. Und die Damenmannschaft mit ihrem Coach. Juri Jakovic. Wunderschön. So, was geht in der Partie ab? Nicht in der, in der. Wie ist Vincent in Division 3 gelandet? Ich vermute, das hängt mit seiner Punktzahl in der Vorrunde zusammen. Ich habe es gestern nicht verfolgt. Ich vermute, es lief nicht ideal. Ah, es sind viele starke Spieler. B6, dann hat T7. Der Spanner E3. Ja, Weiß steht ja mal ein bisschen bequemer. Ohne jetzt großen Druck aushalten zu müssen. Das wird schwer für Coach K. So, machen G5, um auf ihr Felder zu geben. Dann schlägt Weiß halt einfach. Stellt sich hier hin. Okay, versucht Speer B4. Bisschen rumrödeln. Ah, ist erlaubt auch nach G4. Hat im Play-in nur 5,5 aus 9. Er macht's besser, Chat. Caruana auch Division 3 und Niemann. Viele gute Schachspieler draußen. Wusis Grand Thailand, ausschließlich Chicken Garlic Pepper essen oder auch andere Gerichte. Ich würde ab und zu mal einen Squid Garlic Pepper mit reinmixen zur Abwechslung. Aber Chicken Garlic Pepper machst schon nichts falsch. Kannst ab und zu ja dir mal einen Cashew Chicken gönnen oder einen Massaman Curry. Machst du mal ein Curry, sag ich so, mein anderes Go-To. Wie groß die Gefahr, wenn man die Spiele verfolgt, dass man vorsagt, darf man ja nicht. Da sitzt ja der Schiedsrichter die ganze Zeit. Also, ich glaube ja nicht, aber wir versuchen uns immer an die Regeln zu halten und vorsagen. Nicht, dass es von mir viel bringen würde, aber es gibt ja auch Mannschaften, wo der Coach deutlich stärker ist als die Spieler. Vorsagen sollte man nicht. Überraschenderweise, Chat. So, hier Bau nach G4. Brauchte Vinny nicht vorgesagt kriegen. Sprech schlicht A2, G schlicht F. Coach versucht hier das Materialverhältnis zu ändern. Wenn man auf Gewinn spielen muss, manchmal gar keine schlechte Idee. Aber die Stellung bleibt, glaube ich, sehr schlecht. Irgendwie sowas wird er anstreben. Aber Weiß hat hier zu viele Figuren.
Soll ich mal ein Buch lesen? Ja, so viel gibt es ja auch nicht zu tun. Natürlich verfolge ich die Partien. Ich darf ja nicht mit den Spielern kommunizieren. Ich darf nicht mit anderen Captains reden. Also, man hat nicht sehr viele Aufgaben, während man da sitzt als Coach. Außer Gegner böse angucken. Und da man ja auch mit niemandem reden darf und logischerweise auch keine Electronical Devices bei sich führen, muss es halt das gute alte Buch tun. So, Schläge 6 gespielt, der Zwischenzug von Vinny K. Hätte auch gleich hier schlagen können, aber dann kriegt Coach hier immer eine ganz schöne Bauernphalanx. Nach F schlägt E6, bleibt ihm das versagt. Und er macht den Zwischenzug, Speicher E2, Dame E2 und F schlägt E6. Wer ist das Problem? Springer nach H4, greift den Springer an und den Bauern auf G6. Und die Stellung bröckelt. Buch ist wie Film, nur früher, absolut, absolut. Ich kann mich noch erinnern. Hier früher, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, hier Kevin allein zu Hause, das Buch habe ich sehr genossen. Und dann irgendwann gab es auch den Film dazu. War auch nicht schlecht. Springer nach H4. Nee, Coach Collars wird hier zerlegt. Corley Culkin wird Präsident. Da sehe ich ihn. Der Job scheint gute Reha zu sein. Ich weiß nicht, der täuscht dich vielleicht. Das ist schon. Schon lange auf dem Bein. Scherz war ein Scherz, ich habe das Kevin Alliance Buch nicht gelesen. Joe Pesci wäre Präsident. Wer ist der andere Bösewicht? Daniel Stern, genau. Joe Pesci als Präsident würde ich wählen, glaube ich. Wirkt er auch hier in Irishman vertrauenswürdig. Gibt es eigentlich einen Dresscode, wenn man Brett spielt? Von Turnier zu Turnier unterschiedlich. Olympiade sogar relativ entspannt. Da war Dresscode, glaube ich, nur keine dreckigen Klamotten. Aber sonst, man durfte sporty oder nicht sporty, werden unsere Schachbund-Sackos, heißt Sackos oder Saki? Saki, glaube ich, ne? Arigo Saki. Unsere Schachbund-Saki und sonst jeder, wie er Spaß hatte. Ich habe natürlich meistens hier schon einen auf feine Dame gemacht mit meinem mit Anzughose und Dressshoes dazu. Aber tatsächlich kein so strenger Dresscode bei Olympiade. No thank you, Wizard. So, es sieht nicht gut aus für Dimitri Collas. Der Springer ist attackiert, wenn er hier hingeht. Fängt er und D2 hier nicht weg. Adam B6, okay, dann ist er noch. Ist er noch im Spiel. Aber trotzdem. Ein Pferd auf Abwägen. Bisschen Bojack Horseman-mäßig hier. Nur in Boxershorts, also verboten. Ich weiß nicht, gehst du viel bei offiziellen Events nur in Boxershorts, Kalisol? Da hat C2, wenn es keiner lässt, den E2 anbrennen. Coachy, Alter, wenn es 4 Partien jetzt uns geben können. Aber Vinny K. zeigt sich hier überlegen. Kai Sosa doch ja schon häufiger, alles klar. Dummer F6, ja, es wird nicht besser. Springer G4. Der Turm muss dann entweder sich hergeben für den Springer oder den Angriff aufgeben. Wonach hier der unglückliche A2-Springer fällt. Läufer E4 ähnlich gut, deckt den Kollegen und sammelt dann hier ein.
Nee, nee. Das wird nichts mehr werden. Also die Partie kann man wenig machen. Er musste mit Schwarz auf Gewinn spielen. Und Vinny K. Grundsolide Variante gespielt. Oh, jetzt Spread D5, weil ihr nochmal die Zaubermaushose rausholen oder was? Will er es stylisch machen? Der feine Herr Keimer. Natürlich auch guter Zug. Hätte ich nicht gedacht, weil hier so unspektakulär schon möglich war. Vinny K will noch Style-Punkte holen. Sieht auch sehr, sehr stark aus. Schwarz muss Turm nach F7 spielen. Hat dann Dame schlägt A2. Die schwarze Stellung bricht einfach zusammen. So, Kalisor, jetzt hör auf, hier rum zu trollen. Ist gut. Coach Kors versucht noch Turmstich G6. Darmstich G6 werde ich ja wegnehmen. Aber auch die Stellung bleibt reichlich trostlos. Köcher 8, Lauf E4. Mr. JP, wir werden Baphomets Flug nicht spielen. Find dich da und ab. Wo ist Dimitri falsch abgebogen? Das fragt er sich, glaube ich, auch häufig, wenn er aus dem Fenster guckt. Also liebe Grüße an Coach Collars. Er weiß. Weil man ja heute, ich glaube, die erste Partie, wenn man in Rückstand gerät gegen ein im Papier hier stärkeren Spieler ist es schon sehr, sehr schwer. Und für mich war es da ja so ein bisschen Ausgangs der Eröffnung, habe ich ja drüber gesprochen hier. Das Setup, ich war von Turm E8 nicht so begeistert, weil Turm E8 noch okay ist. Aber dann hier in der Stellung, ich glaube hier wirklich, er sollte den Läufer in Sicherheit bringen und sich dann mit D6, G6 hinstellen. Heißt nicht, dass er die Partie dann gewonnen hätte, aber ich glaube, so wie es da lief, war es schon sehr, sehr unangenehm. Dann zweite Partie unter Siegzwang. Vinny K gut vorbereitet, ging nicht viel. Dritte Partie mit Schwarz. Kannst nicht so viel tun. Aber Vinny K ist natürlich auch stark. Hier zerlegt er ihn jetzt. Aber okay, es war ein aus der Not geborener Königssinner. Das Match ist vorbei. Dimitri Kollers gibt sich geschlagen. GG. Glückwunsch an Vincent Keimer. Dominiert hier gegen Dimitri Kollers und setzt sich 3 zu 0 durch. Bleibt damit. Ich raff das Format nie. Aber bleibt damit im Turnier in Division 3 am Leben. Und ich vermute, korrigiert mir was Falsches. Aber Coach ist raus, ich glaube, in dieser Phase ist noch keine Double.